Die Debatte. Die Prostitutionsdebatte ist immer ein Spektakel, egal wie gelassen oder empathisch die Diskutierenden sie zu führen vorgeben. Sie lockt ein großes Publikum mit reißerischen Schlagzeilen. Prostitution breitet sich immer mehr aus und verspricht ein gutes Gewissen durch Mitleid. Traurige Geschichten über Sexarbeit werden wie eingesetzt. Das Publikum kann sie bewundern und wenn der Vorhang gefallen ist, werden sie einfach weggefegt. Und als Höhepunkt der Schau wird vielleicht sogar noch eine echte Hure auf der Bühne präsentiert, der dann die folgenden Fragen gestellt werden können. Ist Prostitution Gewalt gegen Frauen? Werden Prostituierte ausgebeutet oder können sie sich auch selbst ermächtigen? Welche Faktoren tragen dazu bei, dass Frauen, es geht immer um Frauen und fast nie um Transfrauen, mit Sexarbeit angefangen oder dazu gezwungen werden? Und was ist mit den Männern, Freiern? Wie können wir den Frauen helfen, aus der Prostitution auszusteigen? Wie können wir mehr gesellschaftliches Bewusstsein für diese Problematik schaffen? Und dann gibt es da noch die Fragen, die weniger häufig gestellt werden, die die Sexarbeiterinnen alleine beantworten müssen. Ich muss kurz einen Einschub machen, das ist alles gegendert. Also ich sage jetzt immer Sexarbeiterin, ich sage die weibliche Form, aber in dem Buch sind immer beide geschrieben. Wie definieren wir eigentlich Prostitution? Wie sprechen Menschen, die Sex verkaufen, selbst darüber? Welche Faktoren tragen dazu bei, dass so viele Frauen keinen Sex verkaufen? Welche Faktoren tragen dazu bei, dass Frauen sich gegen Prostitution aussprechen? Wie können wir dazu beitragen, dass Frauen und eigentlich alle Menschen ein klareres Bild davon bekommen, wie Sexarbeit wirklich ist? Wie können wir dafür sorgen, dass Sexarbeiterinnen selbst die Debatte über Prostitution, also über ihr eigenes Leben, maßgeblich prägen können? Wir sollten uns eigentlich weigern, diese Debatte überhaupt zu führen. Weder Sexarbeit an sich noch das Leben einzelner Sexarbeiterinnen sollte in irgendeiner Form zur Debatte stehen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diejenigen, die diese Debatten vorantreiben, sich wirklich im Klaren darüber sind, dass sie dabei Werturteile über die Menschen abgeben, die Sexarbeit ausüben. Die Suche nach diesem Buch, wir wussten ja gar nicht, dass wir es suchen. Es begann 2013, als Alice Schwarzer ihre Anti-Prostitutions-Kampagne ausrief und ich im Gespräch mit Lori Penny darüber war, wie die Lage in Deutschland ist und was wir möglicherweise tun können. Und sie hat damals ein Interview für die Taz gegeben und im Verlauf dieses Gesprächs sagte sie dann, also es hat gar keinen Sinn, hier weiterzureden, ihr müsst jetzt erstmal alle dieses Buch lesen. Und dann hat sie uns sofort eine Stunde später in Kontakt mit Melissa gebracht. Wir haben das Manuskript zugesandt bekommen und uns sofort entschieden, es zu übersetzen. Sicherlich gibt es eine klar umrissende Fraktion der Prostitutionsgegnerinnen. Ich gebe hier für den Zweck meiner Argumentation vom Umfeld der feministischen Prostitutionsgegnerinnen aus, die sich mehr oder weniger dem linksliberalen Bürgertum zuordnen lassen. Es ist ihre Selbsteinschätzung als einzige echte Fürsprecherin der Prostituierten, die sie motiviert, diese Debatten anzustoßen. Sie sehen den Zweck der Prostitutionsdebatte vermutlich hauptsächlich darin, Mythen und Vorurteile zu entkräften, zu zeigen, dass sie mehr wissen als andere und öffentliches Bewusstsein zu schaffen. Aber was macht dieses Bewusstsein wirklich aus? Wenn man bedenkt, wie omnipräsent Prostitution, Pornografie und andere Formen von kommerziellem Sex mehr oder weniger schon immer im öffentlichen Raum sind. Wer Sexarbeit und ihre Bedingungen im öffentlichen Bewusstsein verankern will, kann auf eine große Nachfrage nach reißerischen, detailverliebten Berichten zum Thema ebenso zählen, wie auf ein gesellschaftliches Klima, das Sexarbeiterinnen selbst daran hindert, offen über ihr Leben und ihre Arbeit zu sprechen. Beide Faktoren zusammen führen dazu, dass die Repräsentationen von Sexarbeit, über die öffentlich diskutiert wird, fast immer von denjenigen produziert werden, die diese Diskussion führen wollen. Und dass diese Entscheidung richtig und vor allen Dingen wichtig war, wird mir eigentlich seit den Tagen und Wochen immer klarer, seitdem wir mit Menschen über dieses Buch sprechen.
denn wir stoßen seitdem auf die unterschiedlichsten Vorurteile und unglaubliche Sexismen, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Um die Nachfrage nach ihrer Sicht auf das Thema zu steigern, produzieren sie Plakate mit Schwarz-Weiß-Fotos von ängstlich dreinschauenden Mädchen und brüllenden Slogans in roten Buchstaben wie unverkäuflich. Sie engagieren kumpelige Hollywood-Stars wie Ashton Kutcher und Sean Penn, die dann schicke YouTube-Spots produzieren, in denen sie ihren Fans mitteilen, echte Männer kaufen keine Mädchen. Und sie halten prominent platzierte Spalten in der New York Times dafür frei, dass Leute wie Nicholas Kristof, Leitartikler und eine der prominentesten Stimmen der Prostitutionsgegnerinnen in den USA, ihre Leserinnen mit Geschichten über ihren heldenhaften Rettungseinsatz für Sexarbeiterinnen in den Slums und Bordellen von Kambodscha und Indien erfreuen können. Die Rolle des Journalismus ist ungeheuer groß. Und in den diversen Interviews hat sich gezeigt, dass es, das geht durch alle Verlagshäuser, von den großen Boulevardmedien bis zu den intellektuellen Medien, es kaum einem Journalisten möglich ist, die Debatte zu versachlichen. Es wird immer der Fokus auf Sex gerichtet und nicht auf die Arbeit. Die Rettungsindustrie, wie die Ethnologin Laura Augustin diese Unternehmungen nennt, profitiert von der Erzeugung öffentlichen Bewusstseins. Sie schafft Stellen für die Multiplikatoren dieses Bewusstseins und deren Wirksamkeit wird dann wiederum daran gemessen, wie präsent sie in den Medien und im öffentlichen Diskurs sind. Bewusstsein schaffen schafft vor allem Mehrwert für diejenigen, die aktiv daran beteiligt sind, nicht für diejenigen, denen dieses Bewusstsein gelten soll. Öffentliches Bewusstsein für Prostitution zu schaffen, ist keine wertneutrale Angelegenheit. Es scheint zunächst keinen direkten Zusammenhang zu geben zwischen den Stiftungsgeldern, mit denen eine Werbekampagne auf den Bussen in Chicago finanziert wurde. Werde reich, gehe auf den Strich. Der Zuhälter streicht das Geld ein und die Prostituierten bezahlen, oft mit dem Leben. Und dem erhöhten Budgetposten bei der Chicagoer Polizei, mit dem explizit Zuhälter bekämpft und Prostitutionsopfer gerettet werden sollen. Für Sexarbeiterinnen aber ist dieser Zusammenhang mehr als offensichtlich. Beide Projekte gemeinsam führten dazu, dass Sexarbeiterinnen, ob man sie nun so nennt oder nicht, stärker polizeilich überwacht und häufiger verhaftet wurden. Dieser Vorgang zeigt, wie schädlich solche Kampagnen zur Schaffung von öffentlichem Bewusstsein sein können, unabhängig davon, wie gut die Absichten dahinter sind. Nach dem Gesetz, schreibt der Chicago Reporter, müssten sich die Kunden von Sexarbeiterinnen häufiger auf der Anklagebank wiederfinden als die Sexarbeiterinnen selbst. Erstere können nämlich nach dem Illinois Safe Children's Act von 2010 bereits ohne vorherige Warnung nach der ersten Verhaftung wegen einer strafbaren Handlung angezeigt werden. Bei ihrer Recherche in den Kriminalstatistiken fand die Zeitung aber Folgendes heraus. Die Zahlen belegen, dass Anklagen im Zusammenhang mit Prostitution fast ausschließlich gegen Sexarbeiterinnen erhoben werden. In den vergangenen 4 Jahren gab es in Cook County 1266 Verurteilungen wegen Straftaten im Zusammenhang mit Prostitution. 97% dieser Verurteilten waren Sexarbeiterinnen. Und die Zahlen steigen. Zwischen 2008 und 2011 hat die Zahl der verurteilten Sexarbeiterinnen um 68% zugenommen. Genau in diesem Zeitraum zwischen 2008 und 2011 hatten Gruppen von Prostitutionsgegnerinnen, wie beispielsweise die Chicago Alliance Against Sexual Exploitation, in der Stadt Kampagnen für die Bestrafung von Freiern geführt. Solange also das Ziel der Prostitutionsdebatte die Schaffung von öffentlichem Bewusstsein ist, wird diese Debatte lediglich um sich selbst kreisen. Die zentrale Frage ist dabei nicht, wie können wir das Leben von Sexarbeiterinnen verbessern, sondern wie können wir weiterhin über Sexarbeiterinnen sprechen und nachdenken und unseren Prostitutionsdiskurs aufrechterhalten, ohne dass wir Sexarbeiterinnen selbst direkt an diesem Diskurs beteiligen müssen. Vielleicht sollten sich diejenigen, denen diese Debatte so wichtig ist, lieber auf die Frage konzentrieren, wie man am besten öffentliche Debatten lostritt und die Menschen im Sexgeschäft in Ruhe lassen. Und die Sexarbeiterin selbst, wo positionieren Sie sich unserer Meinung nach innerhalb dieser Debatte?
Sexarbeiterinnen haben das Recht, ihre Arbeit in Sicherheit auszuüben. Dafür müssen sie Sexarbeit an sich nicht einmal grundsätzlich bejahen.